Herzlich willkommen zu unserer Fallkarte Remarsch 1.2. Wir laden nochmal ein paar Paletten auf, die hier noch hier rumstehen und formen die Crosspaletten. Wir verkaufen die auch im Baumarkt. Dann müssen wir noch ein Holz machen und hier Holz herbringen. Sonst haben wir, damit wir heute Nacht über schnell spielen, entsprechend wieder was da ist. Ja, da kaputt, ne? So, fahren wir hier rüber. Man geht am besten. So, eine kriegen wir noch. Eine brauchen wir noch. Mal sehen, wie eine kriegen. Aber normal schon. Wetterblätter wäre nicht gut. Schön. Müsste auch nicht passen. Wetterblätter, eine Wetterblätter. Ein paar Wetter. Müssen wir starten. Den habe ich. Wir haben noch aufhängen. Wir haben noch eine stehen, ne? Eine normale Palette. Eine Leerpalette haben wir noch stehen. Dann holen wir die halt. Dann holen wir die. Die Jagdschlüsse können wir dann theoretisch links fahren. In die Palette zurück. Aber da wollte ich nicht voll machen unbedingt, da wollte ich mehr Strom reinfahren. Irgendwann ist ja soweit. So, dann haben wir aufgeladen. Dann fahren wir hier lang. So. See, genau, Innenansicht. Verkehr haben wir ja keinen, zum Glück. So, fahren wir hier lang. Müsste auch irgendwie hinkommen zum Baumarkt. Eigentlich. Kommt noch ein bisschen leicht. Aber der wird sich dann beruhigen. Auf jeden Fall. Soll nicht mehr aufmachen zu nehmen ist. So. Also, ne, Lidl ist da. Bin ich wahrscheinlich im Verkehr angekommen. Mal drehen, drehen, oder? Dahinter? Ja, dahinter ist Acker. Drehen wir halt hier. So. Ich wollte umfallen hier. Das ist wirklich mein Acker. Das hätte ich nicht machen können. So, jetzt gehen wir hier gucken links. Ja, genau. Im Grunde waren wir schon fast richtig, nur an der Ecke. So, da sind wir. So, zahlt ihr heute bar? Ja. Ja, denkt man schon, ne? Nur Bares ist Wahres. Der Zaun. Bisschen eng hier. Unsere großen Fahrzeuge. So, da weggehen. Geht mir gut. Geht denn gut. Schwuppdiwupp, klingelt die Kasse. So, die Stelle. Ich wollte die Stelle bauen. Und zwar müssen wir ja bald bauen. Spätestens morgen geht los. Dann kriegen die Schweine
ihre Jungtiere. Das heißt, ein Schweinestall entweder so ein. Und da passen 60 rein. Ich denke mal, wir müssen mindestens 90 haben. Müssten. Oder das ist anderes jetzt, Schweinestall. Aktuell haben, glaube ich. Auch ein Portier werden wir nicht haben. Wenn das andere. Den werden wir wahrscheinlich hinten vornehmen. Bio hat 300 Schweine. Oder diesen hier. Auch 300 Schweine. Auch nicht schlecht. 200.000 kostet der und die kosten erschwingliche 80.000. Na gut, da kriegen wir auch nur 90 rein. Ne? Also, wenn wir jetzt Glück haben und wir kriegen genauso viel Ferkel, dann passt das. Wenn wir Pech haben und wir kriegen nur 60, dann reicht doch wieder kleinere Stahl. Weil man muss ja auch hinterher alle mit wegfahren. Ne? Das muss auch noch gemacht werden. Ja, also, da geht schon was weg. Das wollte ich eigentlich auf der Wiese 18 machen, weil am Hof ist eigentlich kein Platz mehr. Oder zu wenig Platz, das wäre überladen irgendwann. Und dann bauen wir da eine Stelle hin. Und vielleicht bauen wir auch den anderen Stall um, den wir aktuell haben, woanders hin. Vielleicht, mal sehen. Das kostet ja auch wieder extra Geld abbauen. Ich habe ja nur einen Teil wieder. Und mir das Geld extra gut schreiben wollte ich, will ich auch nicht. Also gucken wir mal, dass wir es so hinkriegen, wie das am besten hingeht. Ne? So. Ja, das wäre aber ein billiger Stall, 90.000 glaube ich mal gewesen. Das hieße, das Geld würde dafür reichen. Aber wir müssen ja nicht sofort alle drei bauen, aber wir müssen nur die drei versuchen da auch einen Platz zu haben, davon, dass man uns so hinstellen kann. Ne? Wir fahren jetzt wieder zurück zum Hof. Wir haben im Grunde genug Heu, wir haben genug Silage. Es gibt ja auch einen Ballen. Ballen Silage 939. Das sollte eigentlich bald zu weit sein. Das Ding wollte ich noch zum Dings fahren. Den, die Ballenpresse zu einem BGH. Weil da ist ja bald soweit, dass wir ernten können. Beziehungsweise ja, ernten. Im Prinzip Gras mähen und da ist der Holzanhänger. Passt. Können wir da entsprechend schon mal hinfahren, ne, zum Holz. Ich wollte mal schauen, ja, heute ist mein Tag. Oder ist einfach so groß. So. Das heißt, mal gucken mal. Nee, Feld 26. Na, nein. Einsteigen. Ja, hier haben wir noch Dünger gestreut. Na gut, das kann ich ja vorher nicht mal so rum. Das kann ich schon wissen, aber nicht immer genau planen. Aber auch spontan. Das ist ja auch immer ein Plan. Mal gucken, wie es aussieht. Vielleicht passt es auch gar nicht hin. So. Das heißt, unser Stahl, der Stahl geht da rein. Oder ein Stück. Jedenfalls bauen wir mal hier den Stahl. Mal gucken, weil der 80.000 kostet da. Wenn man hier schaut, und dann kann man da oben ranfallen und alles befüllen. Und dann passen hier mindestens 1, 2, dahin. Und der andere Stall, was man als Muttersaumtierstall nehmen könnte, könnte man auch hinstellen. So ein bisschen weiter wegnehmen, geht nicht. Mal gucken, ob wir da hinten noch Platz haben an der Straße. Ob wir das hier so dicht dran setzen, dass wir an der Straße dran sind. Und da könnte man vorne jo,
Man muss ja auch normalerweise hier Dings haben, ne? Ein bisschen, ja, Stroh, wenn wir nicht viel brauchen. Wenn wir nicht viel. Kann man da rein und durchfahren? Wenn man durchfahren kann, dann wäre das ganz gut, wenn wir da hinten noch Platz hätten zum Rausfahren. Muss ich mal angucken. Aber sieht man ja nichts. Ja, so sieht man auch nichts. Vorne zum Reinfahren. Hinten ist auch eine Buchte. Gülle ist da, Mist ist da und Futter ist da. Wasser hätten wir kein Problem, das würde dann mal gleich klappen. Ansonsten ist Wasser drauf. Nicht zu sehen, ne? Aber wisst ihr was? Ich baue mal einen hin. Dann wissen wir das. Ob wir vorne was machen, das weiß ich ja nicht genau. Wir werden mich hier mal so hinsetzen, ein bisschen Luft lassen. Ja, das passt genau. Mal gucken mal an, was da steht. Baukosten. Muss ja sein, ne? Dass wir unsere Ferkel entsprechend hier entsprechend schön unterbringen können. So. Denk mal, hier wird man alles hinbringen, Futter und Wasser. Ach, unsere Pumpe ist auch schon da. Da muss man sehen, wo die hinkommt. Sehe ich noch keinen. Jetzt sehe ich hier noch keinen Druck. Das sehe ich noch nicht. Sehe nur hier Teammenü. Und weil das Ding können wir auch versetzen, nur einmal. Das heißt, beim zweiten Mal wird schwierig. Es geht nicht. Beziehungsweise müsste den Stall verkaufen und den neu hinstellen. Dann kann man den neu hinstellen. Ansonsten, das zweite Mal geht an sich nicht. Nur wenn man mal hier gucken, aber es hat Anzeige oben rechts, was er anzeigt. Nichts. Top ist da, aber die andere wird vorne versorgt. Nehmen wir einen Schlag an, dass hier vorne alles reinkommt. Hier kommt der Mist raus, klar, logisch. Und da die Gülle. Das werden wir ja sehen, wenn wir Ferkel haben. Ferkel haben wir, kriegen wir noch nicht, aber mal gucken. Sauen. Achso, der Stall 1 hat noch keine. Ja, okay, das ist ja logisch, ne? Ja, an sich 20 Schweine. Wir haben verschiedene Rassen. Oh, 1, da haben wir schon erstes. Haha! Wie viel davon? Sieht nach 6 Stück aus, ne? Mal gucken wir mal. 6 Stück. 1, 2, 3, 4, nochmal 1. Alles weiblich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also 9 Stück, wenn das. Ja, die werden auch nur einen Mittelwert nehmen. Also 9 Stück pro Schwein. Und wir haben 72 Tiere. Gut, alle sind nicht fruchtbar, ne, muss man so sagen. Ne? Und gut, 72 Tiere, das wird nur ab 9 abziehen. Noch vor 1,5 Jahre. 0,1. 0,2. Es wird auch ein bisschen variieren, wird schwanken. Ansonsten kommt nicht wenig los. Wir kommen bald. Können wir schon mal den LKW bereit machen, ne? Ist bereit. Morgen, ne? Machen morgen. Morgen ingehen. So, gut, dann gehen wir mal zurück. Und schauen wir mal, was wir nächstes machen.
Wir wollten ja zum Holzplatz. So. Das ist unser Hof, ne? Guck mal, die Kühe mit Wasser haben. Können wir noch mal machen. Mal Platz. Holsch. Also Kälber, das dauert hier noch ein bisschen. Wasser ist hier aktuell. Oh, gefüllt, da haben sie noch. Die haben noch reichlich. Die müssen jetzt morgen was kriegen. So. Das passt schon so. Jetzt können wir mal sehen, dass wir jetzt mit dem Holzsammelwagen zu. Ja, zum alten, also im Prinzip zu den Bäumen fahren, ne? Zum Wald. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich sag mal Tschüss und wir wieder. Ciao, ich danke fürs Reinschauen. Ansonsten, jo, sehen wir uns zur nächsten Folge morgen vom 4. Advent wieder. Ich wünsche euch was. Tschüss. Da geht's aus.